Das ist definitiv eine Art Navigator, ein Kompass, ein Wegweiser, wie man ihn besser gar nicht haben könnte. Hallo und willkommen zu dem Video Die drei Gunas – Wegweiser auf dem spirituellen Pfad innerhalb der Videoreihe Die Wahrheit über Yoga. Im Yoga gibt es das Konzept der drei Gunas. Dies sind die sogenannten drei Qualitäten oder Eigenschaften der Natur. In dem Fall die Natur sinnbildhaft für alles Geschaffene. Das kann der eigene Körper sein, das können die geistigen Gestaltungen sein. Dies ist der gesamte Kosmos. Jetzt könnte man meinen, oh, jetzt kommt eine scholastisch-philosophische Beschreibung aus irgendwelchen alten indischen philosophischen Systemen, die mit dem Yoga verbunden sind. Ja, natürlich ist es auch in der Yoga-Philosophie hier ein zentraler Punkt, die drei Gunas. Ist das denn wichtig für die Yoga-Praxis, sich diese Dinge zu merken? Dieses Video hier soll ganz klarstellen, dass wir es bei den drei Gunas mit etwas zu tun haben, was für die Yoga-Praxis von absolut wichtiger Bedeutung ist. Auch gerade für die moderne Yoga-Praxis. Hier geht es nicht darum, irgendwie herumzuphilosophieren mit irgendwelchen Sanskrit-Begriffen, die aus dem Altertum kommen, wo keiner genau weiß, was es damit anzufangen. Hier geht es nicht darum, sich zu verheddern in irgendwelchen philosophischen Diskussionen um irgendetwas. Nein, die drei Gunas sind ein absolut wichtiges, machtvolles Instrumentarium auf dem Yoga-Weg, auf dem spirituellen Weg. Das waren sie schon immer, das sind sie heute besonders. Ich nehme mir hier mal die Freiheit aus dem Buch Die Synthese des Yoga von Sri Aurobindo ein, zwei Sätze vorzulesen, bezogen auf diese drei Qualitäten. Das Kapitel heißt auch Die drei Qualitäten der Natur. Er schreibt hier an einer Stelle: Die Vorstellung von den drei wesenhaften Qualitäten, in Klammern Guna, der Natur, ist eine Schöpfung der alten indischen Denker. Ihre Wahrheit leuchtet nicht sofort ein, da sie das Ergebnis eines langen psychologischen Experimentierens und tiefer innerer Erfahrung war. Wenn man keine solche lange innere Erfahrung hat, sich selbst nicht bis ins Innerste beobachtet und nicht intuitiv die Kräfte der Natur wahrnimmt, ist es schwierig, sie genau zu verstehen und wirksam zu verwenden. Das lese ich hier nicht ohne Grund aus dem Buch jetzt mal vor. Hier trifft Sri Aurobindo genau diesen wichtigen Punkt. Man könnte annehmen, was soll das da? Da wird irgendwas geredet von drei Qualitäten. Die Natur wird eingeteilt in irgendwelche Qualitäten. Ist das das Resultat eines veralteten Denksystems? Was wollen wir damit anfangen? Es kann nicht überbetont werden, wie ich eben schon sagte, dass dieses System nicht irgendein x-beliebiges System ist, aus dem Yoga herausgegriffen, sondern es ist ein direktes, modernes, wichtiges Instrumentarium auf dem Yoga-Weg, auf dem spirituellen Weg. Ich wiederhole das nochmal. Der Sinn dieses Videos ist eigentlich weniger, jetzt diese technischen Aspekte der drei Gunas darzulegen. Das mache ich hier kurz für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Diese drei Gunas werden beschrieben in Büchern, in Videos, zur Genüge. Mal werden sie besser beschrieben, mal schlechter, aber im Grunde kann man sich das sehr gut vorstellen, worum es da geht. Der Kern, der Punkt dieses Videos hier ist eigentlich, ja, darzulegen und auch nahezulegen, sich unbedingt dieses Wissen zu eigen zu machen, weil hier ist halt eine Ausnahme. Wie ich jetzt schon sagte, hier geht es nicht um Philosophie. Hier geht es etwas, was einem direkt auf dem Yoga-Weg dienlich ist, was einem direkt nützlich ist, was einen wirklichen Wegweiser, eine Landkarte der, ja, der spirituellen Praxis darstellt. Wann immer man nicht mehr weiß, nicht mehr weiterkommt, wenn man sich fragt, ja, ist das eigentlich noch richtig, was ich hier mache, oder ist das im Augenblick richtig oder nicht für meine Praxis, ist es angemessen, wenn man diese Dinge nicht weiß. An den drei Gunas kann man sich immer orientieren. Und das Interessante ist auch noch, hier braucht man kein außenstehendes Wissen, was man sich eingetrichtert hat, und auch keine Dogmatik, die zwar auftreten kann, da werde ich noch drüber reden.
Hier herrscht ein inneres Wissen vor, was jedem Menschen zu eigen ist. Dieses intuitiv vorhanden. Wenn man zur Ruhe kommt, werden diese Dinge da sein. Höchst interessant. Man sollte sich unbedingt damit beschäftigen. Ich werde jetzt hier erstmal darlegen, was sind die drei Gunas. Ich werde das kurz darlegen und darstellen und dann eben weitere Betrachtungen darüber anstellen in Bezug auf die konkrete Yoga-Praxis, auf die spirituelle Praxis. Denn, und das will ich auch nochmal ansprechen, hier geht es letztendlich gar nicht nur um Yoga. Die Wahrheit über Yoga bedeutet eigentlich die Wahrheit über einen spirituellen Weg im Allgemeinen. Yoga ist nur die Bezeichnung für einen bestimmten spirituellen Weg, der halt nicht geschlossen ist. Das Yoga-System ist kein geschlossenes System. Es gibt vielleicht manche Menschen, die würden das gerne so sehen, weil es bequemer ist oder weil es ihnen vielleicht auch dienlich ist. Vielleicht haben sie ja eine Schule gegründet oder eine esoterische Lehre und hätten das gern so, dass alles geschlossen ist. Nein, ganz im Gegenteil. Yoga ist ein offenes System. Yoga wird weiterentwickelt. Yoga beginnt im Grunde zu verschwinden. Wenn man auf dem Yoga-Weg voranschreitet, dann beginnt Yoga sich quasi aufzulösen. Die Konzepte werden nicht mehr wichtig sein. Aber hier greife ich natürlich vor. Dieses Konzept jetzt ist wichtig, wie ich es schon sagte. Also, die drei Gunas. Jetzt nochmal in Klammern. Drei Qualitäten der Natur. Natur bedeutet hier alles, was geschaffen ist, alles, was von uns irgendwie wahrnehmbar ist. Wir haben zuerst das sogenannte Sattva. Das ist das Licht, das Reine. Aus einer religiösen Sicht das Göttliche, das Erhabene, der Friede, Güte. Hier wird schon klar, in welche Richtung das geht. Sattva hier als Qualität des Guten. Wobei das Wort Gut ist immer so ein bisschen beladen und belastet, aber letztendlich bedeutet es das ja. Dann haben wir jetzt als, ich schreibe jetzt mal als Dritte auf, als Gegenpol quasi, Tamas, das Dunkle. Das Dunkle, manchmal sagt man auch das Chaos, das Hemmende, Verfinsterung. Ich schreibe mal Verfinsternde, das Träge. In dem Fall auch das Schlechte. Dazwischen haben wir jetzt Rajas. Rajas ist die Energie der Bewegung. Es ist die Leidenschaft. Das Wechselhafte. Alles, was in Bewegung ist. Man könnte auch sagen, jetzt bezogen mehr auf menschliche Gestaltungen, es ist die Nervosität. Die drei Gunas, drei Qualitäten der Natur. Sattva, Rajas, Tamas. Sattva, das Licht, das Reine, das Göttliche, der Friede, die Güte. Rajas, Bewegung, Leidenschaft, Nervosität. Und hier Tamas als Gegenpol zu Sattva, das Dunkle, das Chaos, das Hemmende, das Verfinsternde, das Träge. All diese Qualitäten lassen sich hier anwenden auf alle Gestaltungen. Man kann einen Menschen, einen menschlichen Charakter einteilen in Sattva, Rajas oder Tamas. Man könnte das Wetter einteilen, man könnte ja, irgendwelche Vorkommnisse, Situationen einteilen, man könnte die Nahrung einteilen, man könnte sogar ein Auto in diese Kategorien bringen. Um das noch kurz weiter darzustellen. Im Yoga ganz bedeutsam immer als praktische Anwendung die Ernährung. Wenn ich jetzt hier mal Nahrung hinschreibe. Sattva. Was ist im Sinne des Yoga hier eine sattvische Ernährung? Das wären alle Sachen, die in irgendeiner Form vegetarisch oder vegan sind. Als Beispiel jetzt könnten wir schreiben hier Reis als fundamentales Grundnahrungsmittel.
Kartoffeln, natürlich Wasser. Rajasige Ernährung, was wäre das? Das wäre zum Beispiel Zucker. Also Süßigkeiten. Tamasige Ernährung wäre jetzt ganz klar im Yoga Fleisch. Dann gibt es noch so Dinge, die spielen dazwischen. Quasi, ja, irgendwelche Formen von Gewürzen. Ja. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für Ernährung. Hier eingeteilt in diese drei Qualitäten. Sattva eben die ja, natürliche, gesunde Ernährung in dem Fall. Rajas, Zucker, Süßigkeiten, nur alle Dinge, die wir auch gerade in der Industriegesellschaft haben, die bekannten, ja, dickmachenden und krankmachenden Nahrungsmittel, tamasige Nahrungsmittel, Fleisch. Selbstverständlich kann man hier nicht so eine Einteilung treffen, so, ja, so rigide, sondern Zucker könnte auch in den tamasigen Bereich gehören. Ja, aber hier wird ja nur angedeutet, worum es hier eben geht. Dann könnten wir noch mal in einen anderen Bereich gehen. Und zwar hier beispielhaft, gerade im Hinblick auf die Videoreihe Die Wahrheit über Yoga. Man könnte Motivationen einteilen, auch in sattvige, in rajasige oder tamasige Motivationen. Nehmen wir zum Beispiel die Motivation an, Yogalehrer zu sein oder zu werden. Eine Sattva-Motivation würde bedeuten, ich möchte gerne Yogalehrer sein, einfach um ja, Spiritualität zu leben. Spiritualität leben. Anderen diese Dinge zeigen, mit ihnen zu erleben, dass sich die Welt dementsprechend verändern kann. Einfach aus diesem Wunsch heraus möchte ich einfach Yogalehrer sein. Eigentlich, wenn jemand diesen Weg geht, dann wird der Wunsch, Yogalehrer zu sein, eigentlich gar nicht so im Vordergrund stehen. Er wird dahin kommen, dass er ein Yogalehrer wird. Das wäre beispielsweise ein sattviger Grund. Ein rajasiger Grund wäre jetzt zum Beispiel, wenn man Spaß hat an der Gemeinschaft, an dem Zusammensein, ja, oder man hat einen gewissen Ehrgeiz. Man möchte anderen zeigen, dass man da diese Sache toll beherrscht, ob das nun Asanas sind oder dass man besonders weise ist. Man möchte sich gerne darstellen, man möchte Anerkennung haben. Ehrgeiz, ich schreibe jetzt mal Anerkennung. Dann könnte es jetzt auch tamasige Gründe geben, Yogalehrer zu werden. Das muss ich mir ein bisschen aus den Fingern saugen, aber durchaus realistisch. Es könnte zum Beispiel sein, konstruieren wir kurz was und das wäre auch realistisch, solche Dinge kommen vor, dass jemand in einer Familie ist und er möchte vielleicht seinem Vater eins auswischen. Der Vater möchte, dass der Sohn eben seinen Weg geht beruflich. Vielleicht will er, dass er in der Bank arbeitet oder seinen Betrieb übernimmt. Der Sohn möchte das aber nicht. Vielleicht hat er Probleme mit seinem Vater und sagt jetzt, ja, ich mache jetzt was ganz Verrücktes, ich werde es meinem Vater zeigen. Du Vater, ich gehe nach Indien und werde Yogalehrer. Das wäre durchaus realistisch. Aus einer Art Trotzreaktion heraus hier, nun geht man einfach nach Indien und sagt, ich werde Yogalehrer, damit man es der Familie so richtig zeigen kann. Das wäre im Grunde ein tamasiger Grund. Also schreibe ich jetzt für dieses konstruierte Beispiel mal Trotz auf. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel, ich werde Yogalehrer, weil ich merke, oh, ich kann damit ein großes Geschäft machen und kann damit viel Geld verdienen und kann da Leute auch quasi übers Ohr hauen. Das würde jetzt vielleicht noch in Richtung Rajas gehen, nicht das übers Ohr hauen, aber eben, dass man damit Geld machen kann. Aber hier jetzt als ja, dunkle Motivation, als düstere Motivation, direkt auch Leute übers Ohr zu hauen. Das ist auch geschehen. Mit irgendwelchen erfundenen Yoga-Wegen, irgendwelche Kräfte wurden propagiert, ob es dann heißt, dass man da fliegen kann oder sonst irgendwas. Das geht auch schon in den Bereich Tamas. Ich schreibe jetzt einfach mal Betrug hier hin. Ja, da muss sich jeder das zusammenreimen. Ich habe hier als Beispiel für Sattva, Rajas und Tamas ja eben die Motivation, Yoga zu machen, gewählt. Einfach auch aus aktuellem Anlass innerhalb dieser Videoreihe. Ich könnte da einige andere Beispiele noch nehmen. Man könnte fragen, warum möchte ich viele Freunde haben? Sattva-Gründe wären jetzt ja, Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft, die sich gerne abtragen möchte. Man hat den ehrlichen Wunsch,
etwas für andere zu tun, man ist Teil von etwas Größerem, man möchte für die Gemeinschaft da sein, weil man fühlt auch natürlich da eine gewisse Befriedigung raus. Aber es geht in erster Linie daraus, dass man eben den Menschen helfen will, man fühlt sich wirklich verbunden, aus einer aufrechten inneren Haltung heraus. Das wäre ein Grund, ein Sattva-Grund für Freundschaft. Ich schreibe hier nochmal, das kann man wahrscheinlich kaum lesen, Freunde hin. Hier habe ich, hatten wir Yoga-Lehrer. Yoga-Lehrer. Sattva, Freunde, weil man ihnen helfen kann, weil man Menschen helfen kann. Rajas wäre ganz klar beispielsweise jetzt hier Party. Ja, ich möchte gerne die Gemeinschaft haben, ich möchte Party haben, möchte mich auch ablenken. Hier kann auch ein gewisser Eskapismus stattfinden. Ich möchte nicht mit mir alleine sein, da komme ich zu sehr ins Grübeln. Ich gehe lieber zu Freunden, verbringe Zeit mit ihnen. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, Rajas ist jetzt nichts Schlechtes. Das hat nichts mit schlecht oder gut zu tun. Das glänzt zwar jetzt nicht so im Vergleich zu Sattva, wenn ich jetzt hier schreibe, ich bin mit Freunden zusammen, weil ich Party machen kann, weil ich die Gemeinschaft habe. Das ist natürlich nicht so toll, wenn ich sage, ja, ich möchte ihnen helfen. Aber hier geht es nicht darum, irgendwas einzuordnen, gut oder schlecht. Darauf komme ich aber gleich noch. Also eben der rajasige Grund, Freunde zu haben, besonders Freunde aufzusuchen, wegen der Party, wegen der Gemeinschaft. Jetzt ein tamasiger Grund, Freunde aufzusuchen, vielleicht gibt es da Hintergedanken. Ich tue mit Freunden irgendwas, ich tue ihnen irgendwas Gutes, aber ich habe Hintergedanken, weil ich möchte irgendwas anderes von denen haben. Und dann komme ich später zu denen hin und sage, hier, du schuldest mir dies oder das. Und jetzt schreibe ich einfach hier mal puren Eigennutz. Wobei man hier jetzt immer wieder Diskussion aufstellen könnte, dass es ja letztendlich alles Eigennutz ist. Auch Höchstbereitschaft ist eine Form von Eigennutz, aber das ist eine Form von Eigennutz, die sich weniger auf die Ego-Struktur bezieht, auch natürlich, aber mehr auf die innere Gestaltung der Ego-Struktur, mehr Richtung Selbst gehen. Darüber können wir gleich noch reden. Aber hier ist es purer äußerer Eigennutz. Man möchte ja die Leute benutzen. Vielleicht möchte man sie sogar hintergehen. Vielleicht möchte man sich selber in irgendeiner Form darstellen oder direkt an den Freunden Geld verdienen oder sie vielleicht sogar in der Weise hintergehen, dass man sie betrügt, dass man sie belügt, nur alles aus ihnen rausquetscht, was man aus der Freundschaft rausquetschen kann. Das wäre definitiv ein tamasiger Grund für eine Freundschaft. Das sind jetzt hier wirklich willkürlich gewählte Beispiele. Nahrung ist immer ein gutes Beispiel, spielt im Yoga immer eine große Rolle. Wann immer man in einem Buch über die drei Gunas liest, dann bezogen auf die Yoga-Praxis, eine Ernährung ist da natürlich ganz klar im Fokus, weil das etwas sehr Konkretes ist. Um das weiter zu erklären, nehmen wir den Gemütszustand, den dauerhaften Gemütszustand eines Menschen, den man dann vielleicht auch als Charakter bezeichnen könnte. Der Sattva Charakter wäre ein Mensch, der eine positive Grundhaltung hat, der friedfertig ist, der wohlwollend ist, der sanftmütig ist. Mit ihm zusammen zu sein, da merkt man sofort, da fühlt man sich geborgen, er ist hilfsbereit, er ist aufrichtig daran interessiert, seiner Umwelt etwas Gutes zu tun. Das hört sich natürlich zu gut an, um wahr zu sein. So ein Mensch aus dem Bilderbuch, den gibt es natürlich nicht. Hier nur eben als Erklärung. Dann direkt mal zu Tamas gesprungen, ein Mensch, der wirklich extrem selbstbezogen ist, egozentrisch, der immer nur seinen eigenen Vorteil sieht. Dieser Vorteil gereicht ihm letztendlich überhaupt nicht zum Vorteil, er wird sich damit letztendlich zerstören. Aber darum geht es ja überhaupt nicht, er sieht das sowieso nicht. Er wird auf jeden Fall andere Menschen herunterziehen, nur damit er seinen Vorteil hat. Das wäre eine tamasige Grundeinstellung. Ob es jetzt so abgrundtief schlechte Menschen wirklich gibt oder nicht, spielt hier keine Rolle. Dann Rajas. Ein Mensch in Rajas, im charakterlichen Rajas, wäre ein Mensch, der sehr getrieben ist. Er könnte sich im Leben nicht auf Dinge festlegen. Er wäre quasi nicht greifbar. Er wäre immer hin und her gerissen. Er wäre sehr flatterhaft nervös von seinen inneren Gestaltungen her. Er würde dann auch entsprechend vielleicht psychosomatische Symptome entwickeln. Also ein flatterhafter, nervöser, vielleicht dann auch kränkelnder Charakter. Diese drei Qualitäten sind natürlich nicht statisch zu verstehen. Man könnte das beispielhaft hier anhand der persönlichen Gefühle zum Ausdruck bringen, die man während des Tages so hat. Es könnte sein, dass man morgens aufwacht im Zustand von Sattva. Man ist fröhlich, man hat gut geschlafen, der Tag beginnt, die Sonne scheint, es verspricht ein schöner Tag zu werden, man ist voller Energie, es ist alles schön. Und dann kommt man zur Arbeit. Dann vielleicht schon auf dem Weg zur Arbeit kommt man
in den Rajas-Zustand, denn es ist viel Verkehr, in einem steigt Wut auf, da hat einem jemand geschnitten, dann gibt es vielleicht etwas Road Rage, das heißt, es wird der Stinkefinger gezeigt und sonst irgendwas, da wird ein bisschen ja, gemosert, gemeckert, innere ja, Ungleichgewichte stellen sich schon ein. Auf dem Weg zur Arbeit kommt man in einen rajasigen Zustand. Wenn man dabei Arbeit angekommen ist, ist vielleicht dieses Sattva, was man nach dem Aufstehen hatte, gar nicht mehr so vorhanden. Nur dann könnten wir jetzt weiter das Beispiel bringen. Vielleicht aber erlebt man dann auf der Arbeit gleich wieder positive Kollegen. Vielleicht kommt man dann ja wieder ins Sattva rein. Dann aber kommt ein Kollege, belastet einen wieder mit einer Aufgabe, vielleicht hat man mit dem Kollegen sowieso Probleme. Man kommt sofort in den, ja, erstmal in Rajas rein und dann, wenn man sich da vielleicht reinsteigert, kommt man dann in Tamas. Dann denkt man darüber nach, Mensch, die Arbeit, eigentlich macht mir das alles keinen Spaß. Auf einmal hat man plötzlich überhaupt keine Energie mehr, man setzt sich nur hin, fängt an zu sinnieren, entwickelt ja fast schon so eine kleine Mini-Depression am Arbeitsplatz. Es macht alles überhaupt keinen Spaß, es ist alles so doof. Dann könnte irgendwas anderes geschehen, man kommt wieder in Rajas, man kommt wieder ins Sattva, vielleicht kommt man von der Arbeit, lässt alles hinter sich, hat ein schönes Hobby, dann kommt man wieder plötzlich in Sattva und zwischendurch immer wieder in Rajas, die Energie der Bewegung letztendlich. Ja. Diese Dinge spielen sich ständig im Menschen ab, zumindest in einem Menschen, der eine ja, normal geformte Persönlichkeit hat und normale Gestaltungen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen spirituellen Weg betreibt, Yoga oder ähnliche Dinge, dann werden diese starken Schwankungen natürlich, die werden sich vermindern. Dazu kommen wir auch gleich noch. Hier eben nur ganz klar, diese drei Qualitäten der Natur sind in ständigem Fluss. Diese drei Qualitäten sind immer vorhanden, in jedem Phänomen. Man könnte irgendwas sich vorstellen, was ja, gut ist, was Licht ist, was Tolles. Sagen wir wieder einen Menschen, er hat wirklich so viele gute Eigenschaften, man findet an ihm eigentlich gar nichts, wo man jetzt irgendwas ja, Negatives erblicken könnte. Aber jeder weiß, das ist eine Bilderbuchvorstellung, das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Tamas ist auch in diesem Menschen vorhanden. Vielleicht hat er ein dunkles Geheimnis, vielleicht hat er irgendwelche Schwächen, die normalerweise nicht herausbrechen. Wenn man da seine wunde Stelle finden würde, könnte man die herauskitzeln, wenn man das unbedingt möchte. Dieser Mensch hat natürlich Tamas in sich, auf charakterlicher Ebene und auch Rajas. Ja, diese Dinge kommen vielleicht nicht so oft hervor. Aber jedem sollte klar sein, und darum ist das eigentlich ein gutes Beispiel, dass das natürlich nicht so ist, dass jemand immer nur in Sattva ist. Um jetzt die drei Gunas noch weiter verständlich zu machen, könnten wir auch, ich nehme das jetzt mal ein bisschen weg hier, ein anderes Modell hier nur mal anführen, beispielhaft, und zwar das sogenannte Tai Chi, weil es ist so bekannt im Westen geworden. Ja, das Tai Chi, man nennt es auch das Yin und Yang Symbol. Wir haben hier das Dunkle und das Helle. Jetzt würde man sagen, ja, der Punkt, ja gut, hier ist ein kleiner Punkt. Das Dunkle enthält auch immer etwas Helles, das Helle auch etwas Dunkles. Das ist aber nicht so wichtig. Es gibt auch viele Darstellungen dieses Symbols. Das wäre jetzt das Yin und Yang Symbol, das Tai Chi, in dem Fall aus dem Taoismus. Hier haben wir auch Yang. Das Helle entspricht natürlich Sattva. Yin, das Dunkle, entspricht natürlich Tamas. Und hier stand der Rajas. Wo ist Rajas? Rajas wäre in dem Fall die Energie der Bewegung. Das ist diese Linie hier. Ja, es gibt auch die drei Gunas dargestellt, tatsächlich auch wieder als Symbol. Dann, da ist es etwas eindeutiger, da haben wir drei solche, ja, solche Elemente hier, die sich immer abwechseln, die sich drehen meinetwegen. Das ist aber etwas weniger bekannt. Das Yin und Yang Symbol ist sehr bekannt. Es sind die polaren Gegensätze und hier drin verborgen quasi die Bewegung. Das wissen auch viele so gar nicht, beziehungsweise sind sich dieser Sache gar nicht bewusst, dass hier eigentlich nicht zwei fundamentale Qualitäten dargestellt sind, im Grunde drei. Diese Bewegung, dieser ständige Wechsel, wenn man sich das jetzt drehend vorstellt, der ist ja auch noch angezeigt. Im Grunde ist das eine Variante der drei Gunas. Das Yin- und Yang-Symbol, das Tai Chi. Viele auch, das zeigt die Erfahrung, kennen zwar dieses Symbol, aber im Grunde wissen Sie jetzt nicht, ja, was soll man damit anfangen. Hier sind in einer Art phänomenologischen Art und Weise die Phänomene eingeordnet. In Yin und Yang, in ihre Polaritäten. Mann, Frau, weiß, schwarz, Pluspol, ja, negativer Pol. Aber was soll das jetzt bedeuten? Was soll man damit anfangen? Was hilft es einem im Leben? Viele verstehen eigentlich das gar nicht. Die drei Gunas stellen genau das Gleiche dar, was dieses Symbol eigentlich darstellt. Bloß der Taoismus wurde jetzt im Westen jetzt nicht auf die Weise populär, dass er so breit praktiziert wurde. Er ist natürlich auch als
ja, religiöses System sogar, sehr eng verbunden mit der chinesischen Kultur. Das ist im Westen zwar dann auch so langsam rausgekommen, rübergeschwappt, aber auf diese Art zu praktizieren, ist es halt nicht entstanden im Westen. Darum sind die drei Gunas hier ganz klar bekannter. Da gibt es auch Verbindungen. Wahrscheinlich kommt dieses Wissen aus dem alten Indien nach China rüber, wurde da eben zum Yin- und Yang-Symbol. Vielleicht gab es da auch sogenannte kontingente Entwicklungen. Das heißt, in China wurde unabhängig davon diese Sache entwickelt. Was da jetzt, wie das zusammenhängt, ist eigentlich hier auch unerheblich. Ich habe dieses Symbol jetzt hier nur nochmal in Erinnerung gerufen, um darzulegen, dass im Grunde die drei Gunas auch im Westen etwas bekannter sind, in Form des Yin- und Yang-Symbols aus der chinesischen Kultur. Wir haben hier also dargelegt, alle Phänomene, die beobachtbar sind, die geschaffen sind, kann man einordnen in diese drei verschiedenen Qualitäten. Sattva, das Lichte, das Reine, das Helle, das Göttliche. Rajas, die Bewegung, die Nervosität, die Leidenschaft. Tamas, das Dunkle, Verdunkelnde, Verfinsternde, das Träge. Dieses System nun ist eine nicht zu überschätzende Hilfe auf dem Yoga-Weg, auf dem spirituellen Weg. Wann immer man sich jetzt fragt, welche Entscheidung soll ich treffen, könnte man darüber nachdenken, ja, in welche Kategorie fällt denn diese Entscheidung oder die Motivation zu dieser Entscheidung? Ist es eine sattvige, ist es eine rajasige oder ist es eine tamasige? In welche Kategorie wird das fallen? Und jetzt ist das Interessante. Wenn man auch nur etwas zur Ruhe gekommen ist oder Phasen hat regelmäßig, in denen man zur Ruhe kommt, natürlich bestenfalls im Rahmen einer spirituellen Praxis, Meditation, wird dieses Wissen, was denn da speziell jetzt Rajasik ist oder Tamasik oder Sattvik in einer gegebenen Situation, wird dieses Wissen in einem auftauchen. Das ist definitiv so. Man braucht keinen äußeren Guru oder Lehrer oder quasi Sachverständigen. Nein, dieses Wissen ist in einem immer verfügbar. Man wird immer wissen, welche Nahrung ist denn jetzt ganz konkret Rajasik oder Sattvik. Dieses Wissen hat jeder Mensch. Wenn er zur Ruhe kommt, wird es in ihm erblühen. Hier geht es jetzt nicht darum, kleinkariert zu sagen, ja, gehört denn jetzt Reis wirklich immer zu Sattva? Oder auch ein sehr gutes Beispiel, bestimmte Gewürze. Sind denn Gewürze allgemein immer Rajasik? Es gibt ja auch Gewürze, die haben eine Heilwirkung. Knoblauch zum Beispiel, im Ayurveda auch, ganz klassisch, würde man immer hier als Rajasik oder sogar Tamasik einordnen. Aber es kann auch dienen zur Sattva. Im entsprechenden Fall bei einer Krankheit, wo man dann sagt, ja, dieser Mensch muss jetzt Knoblauch essen. Es hängt auch von dem einzelnen Menschen ab. Und jetzt kommt eine weitere ganz wichtige Überlegung hier zum Tragen. Wir haben hier Dinge eingeteilt. Ich nehme das Yin- und Yang-Symbol, so gut es mir jetzt möglich ist, nochmal ein bisschen raus hier. Schreibe nochmal ganz groß hier Rajas. Ja, nochmal das Dunkle. Nein, Entschuldigung, die Bewegung. Wir haben hier also diese drei Qualitäten. Wir haben hier Dinge eingeteilt. Ist es denn immer so, dass diese Qualitäten auf diese Elemente zutreffen? Sind denn diese jeweiligen Elemente immer behaftet mit ihren jeweiligen Gunas? Ist denn eine vegane Lebensweise, hier vegane Nahrungsmittel, Reis, Kartoffeln, Wasser, ist das denn immer Sattva? Oder andersrum, Fleisch, Gewürze, ist das immer Tamas bzw. Rajas? Ist das immer so? Sind diese Qualitäten diesen Dingen immanent, unwandelbar? Und die Antwort hierauf ist ganz klar, nein. Wenn man das so betrachtet, dann wird aus diesem wichtigen, guten System ein Dogma. Wenn man es so rigide betrachtet, so funktioniert das nicht. Das kann man auch anhand eines Beispiels ganz klar darlegen. Zum Beispiel, es könnte sein, dass ein Mensch, der jetzt sehr krank ist, im akuten Fall als Nahrung nicht die Nahrung braucht, die man normalerweise als sattvig sieht, sondern dass er Nahrung braucht, die auf jeden Fall rajasig sind. Ich hatte das schon angesprochen, vielleicht Knoblauch. Oder dass er bestimmte stimulierende Dinge braucht, vielleicht sogar Alkohol. Diese Dinge sind möglich. Es wäre auch möglich jetzt zum Beispiel, wieder ein Sprung zu einem etwas anderen Gebiet, beispielsweise
Pornografie. Pornografie. Wo würde das hingehören? Wo würde es im Bereich des Lichten gehören? Sattva, das Göttliche, der Friede, die Güte. Rajasik, die Bewegung, Tamas, Dunkel. Da wird jetzt ganz klar. Spontan würde man sagen, ja, selbstverständlich gehört das zu Rajas bzw. Tamas. Ne? Pornografie hier auch formal im Yoga wäre auf jeden Fall in diesem Bereich anzuordnen. Aber was wäre denn, wenn man jetzt sich eine Situation konstruiert, ein Mensch, der ja, jegliche sexuelle Lust verloren hat. Und zwar in einer so starken Weise, dass es im Grunde schon pathologisch ist, dass aufgrund ja, dieses Mangels an diesem sexuellen Interesse quasi sein Leben gar nicht mehr richtig funktioniert. Da könnte man jetzt argumentieren, ja, dann wäre es vielleicht sogar interessant, dass dieser Mensch hier als therapeutisches Hilfsmittel, dass er diesen pornografischen oder erotischen Inhalten in irgendeiner Form ausgesetzt wird im Rahmen einer Therapie. Und dies gibt es wirklich. Das ist ein extremes Beispiel. Aber hier, um das mal darzulegen, man kann nicht die Dinge einfach so einordnen, so statisch und für alle Zeiten unwandelbar. Daraus entsteht, wie ich schon sagte, ein Dogma. Das ganze System würde nichts weiter werden als ein Dogma, welches auch benutzt wird, dann, um Recht zu haben. In der spirituellen Praxis leider, in den Religionen, werden bestimmte Gedankengebäude, bestimmte Dinge, die aus einer inspirationellen Kraft geboren wurden, die werden benutzt, werden in ein rigides System gepresst, um anderen Menschen dann Unrecht zu geben. Da könnte man dann ganz klar sagen, ja, das ist natürlich immer Rajasik, Tamasik, das geht nicht. Ja. Das wäre dann ein System zum Recht haben, das wäre ein System, was eigentlich auch menschenfeindlich wäre. So eine Auslegung der drei Gunas ist dem Yoga definitiv abträglich. Im Yoga ist es auch so gesehen, dass die drei Gunas nicht so ohne weiteres immer immanent in bestimmten Phänomenen der Natur zu finden sind, sondern die drei Gunas hängen auch immer davon ab, welchen Gebrauch ich von diesen Dingen mache. Welchen Gebrauch mache ich von Zigaretten und Alkohol? Wenn man zum Beispiel argumentiert, irgendein Mensch, der raucht vielleicht jede Woche seine Zigarre, nimmt sich eine halbe Stunde dafür Zeit. Durch dieses Zeitnehmen entsteht in diesem Mensch eine Entspannung, eine Friedfertigkeit. Er gerät in den Zustand von Sattva, obwohl er hier Tabak benutzt, welches definitiv immer zu Rajas bzw. Tamas gehört. Hier sieht man ganz klar, das kann man nicht so eindeutig sagen. Es kommt also immer darauf an, auf den Gebrauch, den man von diesem Ding macht. Wie lassen sich nun diese drei Qualitäten, das Wissen um diese Dinge, direkt in der Yoga-Praxis, in der alltäglichen Yoga-Praxis verwenden? Der Yogi strebt immer zu Sattva. Er verurteilt nicht Rajas und Tamas, aber er weiß natürlich, für ihn ist der Weg immer in das Licht, in die Reinheit, in den Frieden. Das heißt, er wird alle Dinge immer so gestalten, dass er möglichst nach Sattva gerät, ohne jedoch hier verurteilende Haltung einzunehmen. Ihm wird klar sein, dass es durchaus sein kann, dass er Elemente, die Rajasik sind, für seinen Weg nach Sattva braucht ab und zu. Das ist ganz klar. Aber hier gibt es eine generelle Ausrichtung, die auch ganz eindeutig ist. Ich hatte es schon angesprochen. Im Inneren wird man ganz klar wissen, geht mein Weg nach Sattva mit dieser oder jener Entscheidung oder mit diesem oder jenem Essen oder mit diesem oder jenem Freund, dem ich da Aufmerksamkeit gebe oder mit dem Kauf dieses oder jenes Artikels oder Autos. Man kann auch Autos einteilen in Sattva, Rajas und Tamas. Sattva wären Autos, die einen möglichst geringen Spritverbrauch haben, die nicht dazu dienen, hier rumzuprotzen, die einen extremen Gebrauchswert haben, die im Grunde auch auf eine gewisse Weise friedfertig sind. Am anderen Ende würde stehen Tamas bzw. Rajas, Autos, die gebaut sind, im Grunde um andere zu beeindrucken, die sehr viel Kraftstoff verbrauchen, sinnloserweise, die sehr dick gebaut sind. Die Automobilindustrie geht ja auch in diese Richtung. Man hat den Leuten durch Manipulation hier ganz klar in den Kopf gesetzt, dass sie im Grunde solche Panzer fahren müssen. SUVs genannt, die Straßen sind mittlerweile voll davon. Das sind Autos, die eigentlich fürs Gelände gedacht sind, fahren jetzt auf den Straßen, verbrauchen viel Sprit, machen vielleicht optisch viel her. Wie ich schon sagte, wie kleine Panzer, da kann man sich selber entscheiden, ja, ist das so Rajasik oder ist das Sattva-mäßig? Also selbst Autos kann man in dieses System bringen. Die generelle Ausrichtung für den Yoga-Praktizierenden ist also immer Sattva. Er wird sich immer fragen können, die Entscheidung, die ich gerade treffe, das Auto, das ich gerade kaufen will, den Freund, den ich gerade habe, die Charaktereinstellung, die ich gerade habe, meine Wohnungseinrichtung, meine Ernährung, wo geht sie hin, in welche Richtung?
Richtung Sattva oder eher Richtung Rajas bzw. Tamas. Und das Wissen hierum ist in dem Yoga-Praktizierenden vorhanden. Im schlimmsten Fall, wenn diese Dinge wirklich schwer einzuordnen sind, kann man sich natürlich an jemanden wenden, der sich mit diesen Dingen auskennt. Doch in den meisten Fällen wird dieses Wissen in einem vorherrschen. Das hatte ich schon ganz am Anfang gesagt. Das ist das Schöne an diesen Sachen. Man weiß im Innern, wenn man zur Ruhe kommt, darüber hinaus, wenn man meditiert, wenn man hier wirklich eine tägliche Yoga-Praxis hat, dann wird es ohnehin so sein. Wenn man dann zur Ruhe kommt in dieser Weise, wird man immer wissen, was ist Sattva, was ist Rajas, was ist Tamas in meinen Entscheidungen, in meinem Lebensstil, in meiner Art zu schlafen, zu spielen, zu arbeiten, zu praktizieren, zu sprechen. Eine sattvige Sprache, was könnte das wohl sein? Kommen in einer sattvigen Sprache Schimpfworte vor, Fäkalworte? Selbstverständlich nicht. Man weiß es immer, im Innern, was ist hier Sattva, was ist Tamas, was ist Rajas. Und die Ausrichtung geht natürlich immer Richtung Sattva. Das ist definitiv eine Art Navigator, ein Kompass, ein Wegweiser, wie man ihn besser gar nicht haben könnte. Er kommt direkt aus der uralten Tradition des Yoga, hier direkt anwendbar in unserer modernen Welt. Der Vorteil wieder, man braucht dafür keinen Lehrer, man braucht dafür keinen Guru. Ein Lehrer, ein Guru könnte man jetzt in dem Zusammenhang noch brauchen, um irgendwelche Spitzfindigkeiten hier auszudiskutieren, um ganz klar zu sagen, ja, gehört denn jetzt Knoblauch wirklich zu Rajas oder ist es Tamas? Könnte es auch Sattva sein oder eben Zucker? Wo gehört das jetzt genau hin? Um solche Spitzfindigkeiten geht es natürlich nicht, ne? Hier ganz klar, hier geht es um keine dogmatischen Einordnungen. Hier geht es um das innere Wissen, das intuitive Wissen, das Gefühl. Wohin geht mein Weg? Geht er Richtung Sattva oder eher Richtung Rajas, Tamas? Entsprechende Korrekturen können dann durchgeführt werden, beziehungsweise, wenn wir wieder in der Allegorie bleiben, des spirituellen Pfades und von Gunas als Wegweiser, dann ganz klar, ich habe meinen Wegweiser. Ich sehe genau, wo geht es Richtung Sattva, wo geht es Richtung Rajas, Tamas. Das ist ganz eindeutig dann, das kommt aus dem Innern, ein hervorragendes System. Wer also auf dem Yoga-Weg und auch auf dem spirituellen Weg im Allgemeinen erfolgreich sein möchte, vorankommen möchte, mit möglichst wenig Rückschlägen, der hat hier eine Landkarte des Gebietes, auf dem er sich bewegt. Sattva ist hier anzustreben. Wenn man dann in eine weitere vertiefende Studie über die drei Gunas geht, wird man herausfinden, entweder durch die Schriften oder durch einen Lehrer, dass selbst Sattva selbstverständlich nur eine begrenzte Konstruktion des Verstandes ist und dass selbst Sattva hier vom Yogi quasi überwunden werden muss. Letztendlich werden die drei Gunas vom erleuchteten Geist komplett zurückgelassen, denn die normale Ego-Struktur wird immer irgendwie in diesen Gunas befangen sein. Das heißt, selbst wenn man sich anstrengt, immer in Sattva zu sein, man kann Tamas und Rajas auf normale Weise überhaupt nicht entkommen. Dazu besteht auch gar keine Veranlassung. Es geht ja um eine generelle Ausrichtung des spirituellen Weges. Was dann in höheren Entwicklungsstufen passiert, mit diesen drei Eigenschaften, ob man dann wirklich zum reinen Sattva kommt oder aber, wie es in der Yoga-Lehre auch im Grunde postuliert ist, dass man auch Sattva als Eigenschaft des Lichtens war, aber immerhin als eine von den drei Eigenschaften komplett hinter sich lässt. All diese Fragen spielen hier jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Es ist ganz klar, ein hervorragendes Hilfsmittel auf dem spirituellen Weg. Damit sind wir am Ende dieses Videos über die drei Gunas hier als Wegweiser auf dem spirituellen Pfad. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit am letzten Tag oder vielmehr Abend des Jahres 2019 bedanken für das bereits erfolgte positive Feedback in Form der Kommentare und für nun 50 Abonnenten. Ich wünsche eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg.